Schön, dass du den Mut hast, zu dir zurückzukommen. Schön, dass du den Mut hast, ganz zu werden. Schön, dass du den Mut hast, anders sein zu dürfen, als die Gesellschaft dir vorgibt. Schön, dass du den Mut hast, Fähigkeiten, Gaben, die du dir überreicht hast, bevor du Mensch geworden bist, dich traust, sie zu leben, zu erfahren und weiterzugeben. Wenn du darauf eingestellt bist, anderen Menschen zu helfen, tu es. Wenn du darauf eingestellt bist, dich selber zu entwickeln, dich selber zu entdecken, tu es. Wenn du darauf eingestellt bist, einen ganz neuen Weg zu gehen, tu es. Denn du hast den notwendigen Mut, in den letzten Wochen, Monate, ja vielleicht Jahre erlangt. Mir braucht es nicht, als wie diesen einen Mut. Und du bist anders, das weißt du. Die ganze Menschheit wird so werden, wie du bist. Wie du bist. Um die Atlantis-Energie noch mehr zum Vorschein kommen kann, braucht es eine gewisse Anzahl von Menschen. Und im Grunde hast du auch nicht mehr das Gefühl, allein zu sein, einsam zu sein, anders zu sein, weil immer mehr Menschen so werden, wie du bist. Dann beginnen wir. Feiern deinen Neubeginn. Indem wir die Räumlichkeit betreten, in der du bist. Emiteianes eneto hames aretekeiev noetas maretenes. Die Raumenergie wird nun ein Heiligtum für dich. Durch uns, durch dich, wo wir dich erwecken dürfen, damit du noch mehr von dir erfahren kannst. Hier und heute. Das Leben ist eine einzige spirituelle Erfahrung. Kein Lernen mehr, sondern
ein Erinnern. Erde dich nun. Die Lichtstrahlen, die aus deinen Fußsohlen kommen und tief in die Erde reichen, magst du sie sehen, fühlen? Mutter Erde sendet dir gleich einen Gruß, in dem du ebenso spüren kannst, wie die Energie emporsteigt, deine Füße, deine Beine warm werden. Vor deinem geistigen Auge erscheint nun ein Baum, groß, kräftig, mit tiefen Wurzeln, einen sicheren Stamm und Äste in sämtliche Richtungen, die mit dem Universum verbunden sind. Dieser Baum ist ein Tor, ein Eingang. Geh um ihn herum und schau, wo die Türe sich befindet. Öffne die Türe nun und du kannst eine Treppe sehen, die hinabführt. Mag sein, dass diese Treppe dir jetzt am Anfang dunkel erscheint, doch betritt mal eine Stufe und du wirst sehen, dass sie beginnt zu leuchten, wenn du sie mit deinen Füßen berührst. Du fühlst dich wohl in diesem kraftvollen Baum, der sämtliche Energie an dir überreicht, die du gerade benötigst, wenn du jetzt Stufe für Stufe hinabgehst und jede Stufe leuchtet, wenn du sie berührst. Während du hinabgehst, wirst du gereinigt. Erhältst du Informationen, Energie von Mutter Erde durch die Wurzeln des Baumes? Erhältst du Stabilität und Kraft durch den Stamm des Baumes? Und sämtliche Informationen vom Universum durch die Äste des Baumes? Stufe für Stufe gehst du hinab. Bis du unten angekommen bist. Die Stufen hören plötzlich mal auf. Und eine weitere Türe kannst du dort sehen. Ich warte, bis du dort angekommen bist. Lass dir Zeit. Je langsamer du Dinge erledigst, umso mehr kannst du Dinge sehen.
und es entgeht dir nichts. Du brauchst nicht die Hektik leben, die andere Menschen leben. Sei du derjenige, der das Leben genießt. Freut mich, dass du jetzt hier bist. Und die Türe hast du ebenso schon entdeckt. Darauf steht Kristallraum. In diesem Raum, den du gleich betreten wirst, sind sämtliche Kristalle vorhanden, die dir, deiner Seele, deinem Geist gut tun. Inmitten dieses Raumes ist ein Behältnis, ein kleiner See, eine Pfütze mit Wasser. Ansonsten besteht dieser Raum aus Kristall. Und geh hinein, spüre die Veränderung, die du wahrnehmen kannst. Geh nun in diesen Raum hinein und schließe die Türe hinter dir. Wenn dir nun etwas schwindelig ist oder etwas Komisches in dir ist, trink von diesem Wasser, das in der Mitte des Raumes ist. Und gewöhne dich an diese sehr hohe Frequenz, die im Grunde absolut die deine ist. Du wirst nun vorbereitet für deinen nächsten Schritt. Für deinen nächsten Schritt in deinem Leben spielt dieser Raum ebenso eine Rolle. Vorfreude tut sich nun in dir auf, wie auch eine kleine Aufregung oder wann geht es nun weiter? Oder du würdest gerne weitere Zeit hier verbringen, doch es benötigt keine lange Zeit, um dich aufzutanken, um dich weiterzubringen. So kannst du eine weitere Türe sehen, auf der anderen Seite dieses wunderbaren Raumes. Dies ist aber keine Türe mehr, ein Durchgang.
Geh hindurch und ein Tunnel tut sich auf, ein lichtvoller Tunnel. Durch diese Treppe, durch diesen Raum, durch diesen Tunnel gehst du durch sämtliche Portale hindurch, um daran zu kommen, wo du hin möchtest. Diese Vorbereitungen benötigt es. Dieser Lichttunnel. Führt dich an einen besonderen Platz in Mutter Erde. Darum geht dieser Lichttunnel auch leicht hinab, dass du vielleicht gar nicht spürst. Es wird wärmer, geborgener, angenehmer. Du spürst die Erwartung. Du wirst erwartet. Eine Freude kann sich in dir auftun, ja vielleicht sogar Tränen sich dir zeigen. Du spürst, du wirst erwartet. An einem Platz, an einem Ort, den du wiedererkennen wirst. Weiter vorne kannst du einen Wächter sehen und du weißt, dort ist der Tunnel zu Ende. Dieser Wächter kann groß sein, dieser Wächter kann klein sein, doch die notwendige Kraft hat er, die es benötigt, dir zu zeigen, dass du einen besonderen Platz betrittst, einen besonderen Ort betrittst. Bleib vor diesem Wächter stehen und sei dir bewusst, was du nun sehen kannst. Mag sein, dass es dir ganz neu ist, dass dein Verstand es nicht verarbeiten kann. Kann sein, dass du gar nichts siehst. Dann hör auf dein Gefühl, was dein Herz dir mitteilt. Du kannst dein geistiges Auge schließen und erst einmal den Raum oder Platz oder Ort betreten und dann dein geistiges Auge wieder öffnen. Werde dir bewusst, dass Mutter Erde dich erwartet. Der Wächter lässt dich nun passieren. Geh nun in deinen neuen Raum, Platz oder Ort hinein. Sieht dich, begrüßt dich. Schön, dass du hierher gekommen bist.
deine liebe Seele, mein liebes Kind. Wie erwachsen du geworden bist. Gib mir deine Hände. Lass mich dich berühren. Wie schön du bist. Ich weiß, es ist nicht immer leicht da oben. Aber du kannst es. Du hast die notwendige Hilfe und Kraft. Und hier und heute überreiche ich dir durch diese Berührung deine neue Fraukraft, die du in deinem Beckenboden spüren kannst, in deinem Herzen spüren kannst. In deinem Lachen der Leichtigkeit spüren kannst. Ich liebe dich. Nun geh wieder. Du kannst mich immer wieder besuchen. Denn nun kannst du von Angesicht zu Angesicht dir selber schauen. Einmal mehr erhalten, was du für deine Zukunft brauchst. Ich lass dich nun los. Und wenn du bereit bist, drehst du dich um.
diesem ganz besonderen Raum ist vieles möglich. Wenn du dich nicht sehen traust, fühlst du dich. Und wenn du dich siehst und es nicht glauben kannst, glaube es, was du da siehst. Lerne zu glauben. Nun den Wächter wieder sehen. Der dich zur Türe ruft. Du gehst hinaus, vor diese Türe, bevor du diesen besonderen Raum betreten konntest, und sie schließt sich. Der Wächter berührt noch dein drittes Auge, deine Stirn. Du befindest dich sogleich vor diesem ganz besonderen Baum, den du zu Anfang gesehen hast. Und die Türe, in die du hineingehen konntest, ist verschwunden. Du fühlst dich wohl. Dieses besondere Erlebnis erfahren haben dürfen. Du bedankst dich beim Baum, bedankst dich bei dir selbst, denn du warst bereit für dieses. Du kannst jederzeit hierher zurückkehren. Kehre nun in deinen menschlichen Körper zurück und spüre ihn und sei dankbar, dass er dir hilft, dieses besondere Leben erfahren zu können. Atme tief ein und aus und kehre ganz in deinen Körper wieder zurück. Bleibe noch etwas in dieser Dankbarkeit und fühle deinen menschlichen Körper. Es braucht noch etwas Zeit, ganz bei dir ankommen zu können. Nun sage dir im Geiste: Alle meine Anteile zu mir zurück. Alle meine Anteile zu mir zurück, jetzt. So ist es gut. Beginne nun, Finger und Zehen zu bewegen. Und öffne deine Augen, wann dir danach ist. Danke dir.